Im Bayerischen Wald gibt es verantwortungsbewusste Bauern, die großen Wert auf eine möglichst artgerechte Tierhaltung legen. Wir haben mit zwei Landwirten gesprochen und haben zudem noch ein ganz besonderes Projekt kennengelernt. Wir haben jetzt schon 20 Jahre artgerechte Tierhaltung auf unserem Hof. Obwohl eine Anbindehaltung in Deutschland immer noch nicht verboten ist, sind auch konventionelle Milchbauern sehr bemüht, es ihren Tieren gut gehen zu lassen. Vom Anfang April bis Ende November, je nach Witterung, kommen sie auf die Weide. We are removing dirt from the cow and dead hair. Mit dem Weidegang haben wir eigentlich auch festgestellt, dass die Schmackhaftigkeit von der Milch besser ist. They like to be brushed. Warum Tempel und Kuhschutz? And just to serve them. Es wird gesagt, dass die Kuh die eine der Mütter des Menschen ist. Just they feel nicely when you come with a good intention. Jeder Mensch wächst mit der Milch der Kuh auf. Making relationship with the cow, with the ox. Deswegen wird sie in Indien auch Gai Mata genannt, eine Mutterkuh, so wie eine Amme. Our service with the cows is based by relationship, not by the force. Hier im Westen ist man sich dieser Kultur leider nicht bewusst. Die Kühe werden gemolken. Mit 2 Jahren bekommen sie erstes Kalb. Mit 5, 6 Jahren, wenn die Milchleistung etwas nachlässt, werden die Kühe verkauft ans Schlachthaus. Und das ist, wer würde das mit seiner Mutter machen? Das ist äußerst undankbar. Das ist äußerst undankbar. Das ist äußerst undankbar.